So, wir sehen hier schon Krishna, der Heilige, Krishna, der Gott, Krishna, der Freund, Krishna, der Liebhaber. Also Krishna hat so viele Gestaltungen, so viele Formen. Und es ist wirklich so interessant. Wenn jemand mit Krishna ist, dann ist man zufrieden, einfach glücklich, egal, dass sei Radha oder Sudama oder Arjuna, ja, egal wo Krishna ist, er schafft eigentlich eine wunderbare Atmosphäre. Krishna weiß, wie er Emotionen eigentlich richtig, ja, verehrt, okay, respektiert, kann man sagen. Und man sagt, er ist Meister der Emotionen. Krishna, also, hat so viele Arten gelernt. Man sagt, also Jackson gab es da, es gibt schon immer noch, und er konnte alle meistern. Also im Hinduismus ist Krishna der größte Heilige. Und Hindus, besonders Hindus, also nehmen ist Krishna als Inkarnation. Er war hier geboren, einfach die Dämonen zu vernichten. Diejenigen, die vielleicht ein bisschen von Gita gehört haben, wissen auch schon, Mahabharata oder diese unzählige Geschichten eigentlich. Es gibt nicht bestimmt eine Geschichte, es gibt so viele Geschichten. Und alle diese Geschichten sind einfach wunderbar. Es klingt auch, also das wirklich, wie man so viel denken kann, und dann hat man auch das Gefühl, das ist alles die Wahrheit. Krishna also spielt, Krishna genießt, Krishna ist wie ein normaler Mensch in allen diesen Geschichten. Er ist der König, er ist das Kind, er also als Sohn, egal wo eigentlich, überall. Also, liebe Freunde, wir sprechen heute über Krishna. Also, ich bin kein Experte von Krishna, aber dann, wir sprechen jeden Tag. Und gestern hatten wir das Fest Krishna Janmashtami. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Wenn wir also diese Gottheit ein bisschen näher kennenlernen, ein bisschen über das sprechen, dann vielleicht lernen wir, es gibt so viele Lehre. Bitte schon, wer will dann? Ja, Manshi, du bist da, oder? Ja, Sir. Bitte schon, sag mal. Wir hören dich gerne. Ha. Bitte. Hallo alle zusammen, heutiges Thema ist ein wunderbares Thema und das Thema heißt Krishna. So, Krishna ist ein Gott der hinduistischen Religion. Er war sehr frisch und schön. Mein Lieblingsaspekt von Krishna war als ein Kind. Es hat auch ein Gesicht von Krishna, aber ich erzähle es in Kurzform. Manchmal versteckt er Kleidung von Gopis und sieht sie dann. Das war sein Lieblingsbestimmung. Und einmal hat Kans, der Bruder von Devaki, ein Monster zu Krishna geschickt, um ihn zu töten. In ein Gesicht einen schönen Dame, damit niemand ihn erkennen kann. Aber Krishna hat ihn erkannt, weil er ein Gesicht von Vishnu war. Und dann tötete er diesem Monster. Das ganze Dorf war schockiert. Und der Ort, an dem er lebte, war Mathura, ein Ort mit so viel Freude, Glück und Liebe. Und die Name von Krishna, real Eltern war Devaki und Vasudev. Das ist alles von meiner Seite. Ich hoffe, dass diese Janmashtami Lord Krishna ihr Haus mit Freude und Glück erfüllt hat. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt. Danke. Ja, nächste Person bitte. Wunderbar gesprochen. Ja, Arsbir, bitte schon, wie wollen Sie hören?
aber gerne. Guten Tag, Sir. Ich bin Sukhjit. Ja, Sukhjit. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich vergesse immer wieder. Ja, Sukhjit. Hallo zusammen. Heute mein Thema ist, welcher Aspekt von Krishnas Persönlichkeit sieht sie an? Dieses Thema ist sehr schwer für mich, aber ich habe dieses Thema so vorbereitet, ausprobiert. Es gibt viele Aspekte von Krishnas Leben. Der Aspekt, der mir am besten gefällt, ist ihre liebevolle Natur. Er liebt die Natur und das gesamte Universum sehr. Die Lieblingsgeschichte von Radha Krishna ist weltweit berühmt. Diese Geschichte lehrt alle Menschen, einander zu lieben. Der Hauptaspekt dieser Geschichte ist, eine Frau zu respektieren. Ich sehe täglich eine Serie namens Radha Krishna Film. Und diese Serie gefällt mir sehr. Ich liebe jeden Aspekt von Krishnas Leben. Er hat eine sehr positive Persönlichkeit und er hat jede Situation mit Mut und Tapferkeit gemeistert. Er kämpfte mit Raman und rettete ihr Eltern aus Ramans Gefängnis. Er half auch den Pandavs, ihr Königreich zurück zu bekommen. Das ist alles. Ja, Sean. Danke. Wunderbar. Es freut mich. Jo Sean, jo viel, wie Sean über Krishna. Okay, next. Also das ist wirklich jo Sean, dass Krishna die Natur liebt. Und dann lernen wir auch so. Und vielleicht kennen wir die Natur. Wir verbringen vielleicht noch mehr Zeit mit der Natur. Und deshalb ist Krishna vielleicht so glücklich. Überall. Sie haben gerade also über Vrindavan gesprochen. Er ist in Vrindavan und dann also die Menschen, Frauen, Gopis, Kinder, also alle Menschen sind so überglücklich und sie wollen das richtig genießen. Das ist vielleicht die beste Zeit für sie. Okay, next. Ein nach dem anderen, bitte. Wir wollen alle ihre Geschichte hören. Ja, gerne. I try, but I am not that good. Kein Problem. Wir alle versuchen nur. Schon okay. Gestern haben wir Krishnas Geburtstag gefeiert. Ich liebe Krishnas King Enclavement. Ich habe 8 Jahre alt schon. For mich ist mein little Krishna, klein Krishna. Is naughty als Krishna. That is it. Thank you, sir. Wunderbar. Danke schön. Sehr gut. Perfect. Also Krishna. Manche sagen, dass ja, alle Gottheiten sind toll, natürlich, alle sind toll, aber Krishna ist einfach interessant. Er genießt das Leben. Als Kind, als Jugend, also Jugendliche, also Erwachsene, als Kind, also mit Mutter, er stellt, sagt man, Machenchor, er isst gerne Butter und dann auch heimlich, nicht nur zu Hause, aber auch in der Nachbarschaft. Er sagt, egal, also ich brauche das und die anderen genießen auch. Okay, kein Problem. Er ist so liebevoll und andere also geben ihm solche Chance auch gerne. Manche beklagen, machen Beschwerden, aber dann sagt er, nein, also das ist schon okay, ich habe das gegessen. Oder manchmal sagt er auch ab. Nein, ich habe nicht gegessen. Das ist alles.
so liebevoll, wirklich. Und wenn wir jemanden lieben, dann ja, darf man auch schon was, solche Kleinigkeiten. Gut. Und auch, also alle diese Gopis waren so verrückt nach Krishna. Und er hat ja richtig mitgespielt. Alle waren glücklich da auch. In der Natur. Es gab viele Probleme im Leben von Sudama. Aber wenn Krishna da ist, dann wird alles in Ordnung. Es gab viele Probleme also im Leben von Arjuna. Aber wenn Krishna da ist, dann wird alles in Ordnung. Und er ist auch so, also er sagt das, kein Problem. Ich führe dein Rad. Und er wird dann wie ein Schaffner. Kein Problem für Freunde und für also, diese Bhaktas ist er immer dabei. Und er löst, er hat die Lösung. Und deshalb, vielleicht genießen wir. Andere Gottheiten gibt es auch da, aber die sind dann ein bisschen extra seriös. Also man genießt nicht zusammen sein. Manchmal hat man das Gefühl, aber das Leben ist richtig zu genießen. Es gibt Karma, es gibt ja vielleicht alles. Yoga gibt es da, Meditation gibt es da, Liebe gibt es da und Tod. Aber er ist glücklich in allen Gestalten. Und wir haben schon also ein bisschen Ahnung über Mahabharata, über Gita eigentlich. Gita ist die heiligste Schrift Hinduismus. Und da ist auch Krishna Hauptcharakter eigentlich, zentrales Thema. Arjuna sagt einfach ab, nein, es gibt nur meine Brüder, also er war so richtig verbunden, ich kann nicht gegen meine Generation, meine Onkel, also kämpfen. Aber dann, er sagt, Ruhe bitte. Er erklärt, dass, warum er gegen diesen Menschen kämpfen muss. Er erklärt, er kann wirklich die Dinge so richtig beschreiben. Er kann richtig erklären und dann ist er. Also das war ganz, also vor Beginn Mahabharatas. Und er erklärt und dann waren die Pandavas auch Jyotishas. Dass wenn Krishna mit uns zusammen ist, dann gewinnen wir und sie gewinnen. So denken auch die anderen Anhänger von Krishna. Sie sind glücklich und sie haben das Gefühl, wenn Krishna zusammen mit uns ist. Also das klingt alles philosophisch. Aber so ist es. Es gibt nur eine Lösung. Wenn Sie was ändern können, dann sollten Sie. Aber wenn nicht, dann müssen Sie akzeptieren. Aber kämpfen Sie auf jeden Fall. Einfach nicht so aufgeben. Ja, Karma ist immer da. So, interessant. Wirklich, es gibt kleine Geschichten, aber so viele. Ja, bitte, wenn jemand etwas sagen will, dann sollte man einfach sagen. Jemand hat. Bitte schon, gerne, Vaishalini. Wenn andere nicht sprechen, ja, dann muss es extra sprechen. Gerne, bitte. Nein. Ja. Ich habe gesehen, dieses Video gestern, das meine Freundin hat geteilt mir. Es sagt, alles Wunder, Karan. Eines Tages zu Lord Krishna gehen und ist über sein Leben beschweren und sagen, als ich geboren wurde, wurde ich von meiner Mutter verlassen. War es meine Schuld? Alles aufwusch und Unterricht nehmen wollte von Dronacharya. Gebe mein keine Lektion und sagt, ich sehe keine, das ist auch, war nicht er, okay, warte.
It had rest. Ich habe keine richtige Worte. Kein Problem. Okay. Ich fühle, dass Krishna auch hatte eine schwierig geboren. When he was geboren, Krishna was geboren. Entschuldigung, Sir, ich schreibe und dann ich. Kein Problem, das ist schon okay. Wir alle versuchen einfach, Also über kein Problem. Über Geburt der über Geburt von Krishna wird auch viel gesagt. Es gab dann auch vor Krishna einige Geschwister von Krishna wurden getötet. Kansa eigentlich hat getötet. Und ihm wurde gesagt, dass wenn John oder Kind von deiner Tochter tötet dich. Also Devki war Schwester von Kamsa. Und dann Vasudev war Vater von Krishna, leiblicher Vater. Dann Vasudev hat dann gebeten, Kamsa, du solltest deine eigene Schwester so nicht töten. Ich verspreche dir. Wenn die Kinder gebären, dann gebe ich dir diese alle Kinder und du kannst machen, was du willst. Er hat so versprochen und dann glaubte Kamsa und er sagte, okay, kein Problem, aber ihr müsst, er war Schwager von Vasudev, ihr müsst aber Gefängnis sein. Er sagte, okay. Und dann waren sie die ganze Zeit im Gefängnis, hinter Gitter. Und eines nach dem anderen wurden alle, sieben, acht, getötet. Aber dann wurde ihm gesagt, der achte, John, wird dich töten. Und jetzt war Krishna dran. Und Kamsa und seine Freunde, andere Dämonen, befürchteten. Sie hatten wirklich Angst. Das Krishna war schon als Kind, er hatte Wunderkräfte und das sehen wir auch in anderen Geschichten. So wie war das eigentlich wunderbar, wie gegen Schlangen, wie gegen Putna. Also es gibt eine Geschichte, vielleicht alle haben das gesehen. Putna war auch dann bereit, sie wollte Krishna töten, sie kam dann dorthin, wo Krishna wohnte und sie wurde so groß, sie wollte schwerst, vielleicht auch ihn melken, sie wollte das, irgendwie muss sie Krishna töten. Und wenn wir sie sehen, sie hatte große Nabel, große Zähne und sie war so einfach gefährlich. Aber Krishna hatte gar keine Angst. Die anderen wollten rennen, losrennen. Aber Krishna sagte, kein Thema, ich schaffe das alles. Also seit der Geburt war er so, er war der Gott, der Heilige. Aber dann sehen wir, diese kleinen Geschichten bringen auch viel. Und deshalb ist vielleicht Krishna auch der Liebling Gott. Besonders für kleine Kinder. Für Kinder, Krishna und Hanuman, sie sind immer super Helden. So ist Krishna unser Held. Sein Leben ist wirklich ein Beispiel. Und wir haben auch mal, vielleicht es gibt eine Geschichte, dass Krishna war auch als Ranchod gesagt. Ranchod Das oder Ranchod Das. Ja, Ranchod wurde ihm genannt. Für seine Anhänger. Er akzeptierte auch, dass okay, ich gebe auch. Und es war dann, Jarasandh war vielleicht der König. Krishna hat ihm schon 14, 16 Mal, schon eigentlich, Krishna
also given to immer wieder aber dann jibsente mal gab es einige Anhänger von Krishna bei ihm. Er hat gesagt, dass ich töte diese Anhänger. Und dann hat Krishna einfach aufgegeben. Kein Problem. Er war eigentlich praktisch. Er hat immer praktisch, logisch gedacht. Und nicht, weil jemand hat gesagt. Also Werte sind Werte. Aber wenn diese Dämonen oder wenn jemand also gegen Werte spielt, dann war er auch bereit, gegen Werte zu spielen. Das haben wir gelernt von Krishna auch. Ram ist auch mein Lieblings, aber Krishna, mein Gott. Also man kann auch nicht mit Ram vergleichen. Er ist der praktische Mann. Das ist wirklich so interessant und wunderbar. Ja, Freunde, und bitte schon, sagen Sie, Ihre Geschichte, welche Rolle, welche Gestalt von Krishna gefällt Ihnen besonders? Ja. Mhm. Ashish ist da, oder? Ja, Ashish, du. Hallo. Hallo, Freunde. Hallo, Sir. Hallo. Das Thema für heutige Diskussion ist die Rolle von Krishna. Wie bist du inspiriert? Ich werde über Lord Krishna's Passion, dann würde ich vor Zupan zu erklären, wie die Menschen in meiner Heimatland über Lord Krishna denken. Danach ist die Vorteile Special. Es gibt keine Nachteile. Zum Schluss würde ich über meine Meinung sagen. Lord Krishna ist ein berühmter Gott in Hindu Religion. Er hat in seinem Leben viele Rollen gespielt, zum Beispiel als Sohn, als Liebhaber, als Guru, als Bruder und als Ehemann. Ich mag seine Rolle als Freund. Er war der König von Dwarka. Sein Jugendfreund Sudama war ein armer Mann. Als Sudama seine Hilfe brauchte, half Lord Krishna ihn. In meinem Heimatland wird Lord Krishna verehrt. Die Menschen lieben ihn, weil er die Erlösung uns tut hat. Die Vorteile von uns, wenn wir ihm folgen, sind, wir helfen unseren Freunden. Wir werden ehrlich im Leben sein. Es gibt kein Archive. Meiner Meinung nach sollten wir unseren Freunden und unseren Familien helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön. Das schon. Wunderbar, Ashish. Perfekt. Ja, noch andere Freunde? Ja, ich möchte etwas sagen. Bitte. So Krishna ist eine, wie heißt charming? Charmant. Charmant und interessant. Charmante und interessant. Gott in der indischen Religion. Erste Dinge, was ich sehe mit Krishna, ist die blaue Haut Krishnas unterscheidet ihn vom anderen Gottes. Und Krishna mag Spaß. Aber auch Krishna spricht eigene die bestes Ratschlag, die wir heute auch hören. Auch in Deutschland wissen viele Menschen über Krishna und feiert auch diese Krishna Festival Janmashtami. Es gibt viele ESKCON-Tempel in Deutschland und ich denke auch weltweit, ja. Und sie alle feiern das Krishna-Festival.
Was Krishna sprach, ist auch in heutige Welt relevant. Ja? Und das ist die Wahrheit des Lebens. Wenn Krishna, weiß es nicht, wie heißt Murli, wenn Krishna Flöte. Was? Flöte. Flöte, okay, ja, okay. Wenn Krishna Flöte spielt, dann kommen alle um ihm zu hören, ja, um die Umgebung wird so heilig und ruhig. Im indischen Krishna-Festival wird auch von jungen Menschen genossen. Und Beispiel, ich weiß, dass ich meine Familie in Indien junge Leute auch den ganzen Tag fasten und nur um Mitternacht essen. Ja, und ich denke, das ist der nur einzige Tag, an diese junge Leute den ganzen Tag fasten und genießen. Um indisches Fernsehen auch gibt es so viele Serien, die auf Krishna basieren. Ja? Und das ist immer noch diese Leute sieht. Ja? Das war's alles. Dankeschön. Sehr schön, wunderbar. Also Sie haben auch das hier blaue Haut erwähnt. Das ist wirklich faszinierend. Und ja, Krishna zieht an. Also wir sind, also viele von uns sind verrückt nach der Hellhaut. Na? Sie brauchen helle Haut, nicht dunkle Haut. Wir alle wollen dann, ja, deshalb brauchen wir diese Cremen und alles. Wir sollten dann ja anderen sehen können. Aber Krishna zeigte, hellhäutig sein ist nicht muss. Eine blaue Haut kann auch andere ziehen, dunkle Haut, also das spielt keine Rolle. Die Hauptsache ist Art und Weise, wie sie sich benehmen, ihre Kräfte, ihre Arten. Und er war Meister von 6 Arten und er konnte wirklich Menschen sehr gut anziehen. Er war immer dabei, wenn man ihn brauchte. Das war eigentlich wirklich interessant und wichtig. Er wollte immer anderen helfen und deshalb lieben die Menschen ihn über alles. Wunderbare Kräfte, Wunderkräfte hatte er, nicht ich. Also, ja, vielleicht, ja, wir alle haben schon, aber er erkannte das und andere glaubten auch. Wir alle sind mächtig, kräftig, wenn wir das mal erkennen und so vielleicht auch verhalten. Gut, noch jemand? Wir sehen auch, hier gibt es auch jemand von Krishna. Ja, Amitabh, du eigentlich. Du hast ja, einmal gesagt, dass Krishna hat bei dir, nicht bei dir, also bei dir start. Ja. Wohnt er da, ne? Ja, ja. Nein, er hat hier für Zoom-Studium angekommen. Guru ist seine Guru. Und da in Uchen hatte er mit seinem Bruder Balram und seinem Freund Sudama zum Bildung angekommen. Sehr schön. Ja. So, wenn denke ich über Krishna und Krishna kommt in meinem Gehirn, nur ein Wort, das ich immer erinnere, ist das Bewusstsein. Was Krishna hat uns und zu unserer Welt unterrichtet, ist man bewusst
müssen. Muss. Zum Beispiel, er hat alles ordentlich gemacht, aber Gehinweis, er hat nicht, nicht etwas gemacht. Krishna ist überall, aber Krishna ist nirgendwo. Warum? Weil er macht alles körperlich, aber Gehinweis ist es nicht da. Zum Beispiel auf in indische Kultur oder in unserer Religion, wir sagen Karta Bhav. So wenn man von seiner Aktivität Karta Bhav verliert, ist es hat er weder Glück noch Sorge. So Krishna macht, weil er weiß, warum was passiert ist, passiert es warum. Und jede Person, wir müssen unsere Sorge zu leben und unsere Glück auch zu genießen. Das unterrichtet Krishna. Zum Beispiel, er war immer da mit Pandavas, wenn sie ihn braucht. Aber doch Pandava hat so viel Trauer in ihrem Leben gekämpft, weil sie müssen das zu tun, Karma. So Krishna war immer da, um ihnen zu helfen, aber sie müssen dadurch gehen. Nicht, sie können auch nicht verlieren. Und warum sprechen wir Pandavas über wir uns normal Menschen? Die Eltern von Krishna selbst haben das gekämpft und dadurch gegangen, was ganz mit ihnen gemacht hat und so viel ihnen Sorge geben. So, entweder, obwohl sie sind Eltern von Krishna, aber sie kann auch nicht ihre Karmfall verlieren. Das Krishna hat uns unterrichtet. Und wir müssen, wenn wir Karta Bhav von unserer Aktivitäten verlieren, dann können wir weder Glück noch Sorge fühlen. Das muss wir immer denken. Und wenn wir in einer Situation sind und wir etwas schlecht kämpfen, wir müssen immer das machen, dass wir können nur unsere Karma oder Aktivität zu tun und wir können nicht unsere Glück oder unsere Fate vermeiden. So, es ist was nach meiner Meinung Krishna hat die ganze Welt unterrichtet. Ja. Sehr schön. Und einmal sagte Krishna auch, dass wenn ihr etwas Gutes sehen oder etwas Anziehendes, was ist Business eigentlich? Er sagt alles Bestes oder es gibt nichts, es gibt nur Krishna. Er sagt, in allen bin ich da. Also wenn Sie etwas Schönes sehen, Sie sollten daran denken, ich bin es. Also was Schönes sein kann, ist Krishna. Egal, also eine Person oder eine Sache, egal was. Er sagt, alles beginnt von mir und alles endet, ja, zu mir. Das ist wirklich etwas, wir nicht verstehen. Aber Karma ist immer da. Man muss nicht das verlieren, wie Sie auch das erwähnt haben. Wunderbar. Okay, noch jemand? Ja, gerne, Srishti. Ja, hallo Sir, hallo allerseits, guten Tag. Unser heutiges Thema ist Krishna. Und eigentlich heute nicht viel über Krishna, aber wenn ich über an Krishna denke, dann erinnere mich an die Geschichte, wo er ein Zeus, aber eine aber eine unartig oder ungezogen Kind ist, wie auf Englisch heißt naughty. Und
Yeah, it is the Gopiyas and Zaina West Front and it's a brush the top their tops. Service blend tops, yeah, pot and is the butter or yogurt slice of Deutsch. Yeah, on air material the share mark the butter and yeah. And yeah, that is alles. Er macht eigentlich alles, was wir einmal gemacht haben oder was wir machen wollen, beziehungsweise machen. Und deshalb haben wir das Gefühl, dass ja, Krishna ist ganz nah von mir, weil ich auch alles das machen will. Sein Leben ist interessant, auf jeden Fall. Und wir wollen alle unser Leben richtig genießen. Niemand will sich langweilen. Und er hat das richtig genossen. Und das also zieht uns auch vielleicht an. Okay. Noch jemand? Haben Sie welche vielleicht Filme oder ein Folge von Krishna gesehen irgendwann? Bei uns in Häusern haben wir fast alle Gita. Auch wenn wir das nicht lesen, das ist aber also vielleicht sinnlos. Aber wir sollten vielleicht versuchen, das wurde fast in alle Sprachen übersetzt und die Menschen also von allen Kulturen und Religionen haben das akzeptiert. Das ist ja, was man im Alltag braucht. Man sagt, die Lösungen von allen Problemen gibt es da. Aber wir sollten das verstehen. Direkt vielleicht nicht. Es gibt Versen auf Sanskrit, verstehen wir vielleicht nicht, aber es gibt dann noch Tikas. Mit Hilfe dieser Tikas kann man das vielleicht auch verstehen. Man wird ruhiger. Ich habe das auch nicht gelesen, nur also ein paar Versen, aber wir könnten das vielleicht versuchen. Man wird ruhiger, wenn man also Krishna als Gott oder als Freund irgendwie akzeptiert. Man weiß, also man muss akzeptieren. Man muss nicht also alles versuchen, andere zu ändern, aber sich selbst. Daran können wir richtig arbeiten. Gut, Freunde, also ich denke, Sie haben schon gesprochen. Will noch jemand? Man sollte nicht später das Gefühl haben, dass ich wollte auch was sagen, aber dann war es schon vorbei. Sie? Ja, sagen Sie, wenn Sie was sagen wollen. Freude. Ja, ich habe einen Punkt vergessen. Auf Instagram habe ich einen Post gesehen, wo die Leute, die vielleicht die englischen Leute, vielleicht oder auch Foreigners. Ja, bitte. Yeah, the Auslandish people haven't guest on in London. In London, in August also haven't the leader from Krishna Gesungen. Also in London, yeah, that's Hare Krishna Ishkon Temple. Yeah. Oder? Yeah. Okay. Klar. Now under the praises of English Nagandir praises of Lord Krishna. Yeah, that's haven't we in London yeah, Krishna ist eigentlich klar. Das eigentlich groß artist, das die indische Feste auch in Ausland feiern. Ja. Egal andere also Krishna respektieren oder nicht, egal sie das also auch fasten oder nicht. Aber dann, wenn wir einmal wissen, dass Krishna ist Quelle der Freude, dann sollten wir das mit genießen. Einfach ist das. Wenn wir selbst
dass ein irgendwie benefitieren können, dann ist das alles. Wir versuchen nicht eigentlich, besonders im Hinduismus, wir versuchen nicht, dass gewaltig die anderen müssen das akzeptieren. Nein, schon okay, wenn sie wollen, das ist ihr Leben. Aber wenn ich was gewusst habe, dann würde ich vielleicht gerne teilen, wenn jemand also will, nur dann. Ansonsten bin ich zufrieden mit mir selbst. Ja, bitte. Noch jemand? Ja? Kann ich helfen, Sir? Ja, Amit. Gerne aber. Guten Tag alle zusammen. Ich bin Amit Sharma. Heute unser Thema ist Gott Krishna Ji. Heute unser Thema ist wirklich sehr schönes und interessant Thema für uns. Krishna Ji spielt viele Rollen in seinem Leben. Zum Beispiel beste Freund, beste Sohn, beste Krieger, beste Freund und auch beste Lieberhaber. Alle Rollen sind viele bekannt in unserem Land. Ich mag Freund Roll Krishna Ji. Sie haben uns was bedeutet, Freundschaft erzählt und stich. Und was soll für Freunde machen? Sie erzählen uns, dass die Wahrheit nicht stirbt, die Wahrheit immer gewinnt. Ich glaube auch Karma. Ohne guten Karma werden wir nicht eine nette Person machen. Sie mag gern Joghurt essen. Sie haben sehr interessanten Charakter. Das ist alles, Sir. Ja, schon. Wunderbar. Also, Sie würden vielleicht sagen, dass er war Meister der Beziehungen. Er konnte das richtig eigentlich das schaffen. Als Liebhaber, als Freund, als Krieger oder als, ja, einfach, also, Friedener, kann man sagen. Er erklärt alles so. Er sagt, dass ich bin der Größte. Und normalerweise sagen Menschen, dass sie sollten zu ihm gehen. Er sagt, nein, du sollst zu mir kommen. Ich bin der Größte. Es gibt nur ich, nichts anderes. Ich habe die Lösung und er hat die Lösung. Und alles wird dann wieder zurück in Ordnung. Er war hier auch für die göttliche Ordnung. Wenn die Dämonen eigentlich überall, ja, verbreitet wurden und Menschen oder Anhänger, Sadhus störten, dann war er, also als Inkarnation von Vishnu. Und er machte eigentlich vieles, saubere, gute, schöne Umgebung. Und die Menschen hatten dann keine Angst mehr. Ja, solche Gottheiten kommen eigentlich zur Erde. Besonders in solchen schwierigen Situationen. Und sie schaffen alles und dann vielleicht gehen wieder zurück. Vielen lieben Dank, Freunde. Sie haben wunderbar mitgemacht und wir genießen immer das Gespräch. Besonders ich liebe, das alles zu hören, was Sie sagen. Vielen lieben Dank. Und wir treffen uns. Vielen Dank, Sir, dass Sie diese Diskussionen jeden Tag organisieren. Ja. Vielen Dank, Sir. Bitte schön. Danke. Danke sehr. Und bis zum nächsten Mal.